Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und ich führe Sie durch das Unboxing des Amazon Fire Phones. Das Fire Phone ist seit einigen Wochen bereits auf dem amerikanischen Markt erhältlich und kommt jetzt endlich nach Deutschland. Vertrieben wird das Fire Phone über die Deutsche Telekom mit entsprechend passenden Verträgen. Bei unserem Gerät handelt es sich um ein Testgerät des Herstellers. Deswegen wurde die Verpackung schon einmal geöffnet, aber das soll uns nicht schaden, einmal gemeinsam einen Blick in die Verpackung zu werfen. Wie wir hier sehen können, die Verpackung ist schön schlicht gehalten, der Name Fire in roten Buchstaben mit Dynamic Perspective. Das ist ein sogenanntes Feature dieses Telefons, das möchte ich euch aber noch zeigen. Auf den Seiten steht lediglich Amazon, links wie rechts. Auf der Rückseite ist das Telefon abgebildet, wo auch einige Funktionen noch einmal aufgelistet werden. Einmal Firefly, das ist eine Suchfunktion, die über die Kamera funktioniert, wo das Gerät automatisch Gegenstände identifiziert und einen entsprechenden Link zu Amazon einblendet. Das zeige ich euch aber auch noch. Dann, wie erwähnt, Dynamic Perspective. Unser Gerät hat 32 GB Speicher und Dolby-Ton. So, schieben wir jetzt einmal die Box aus der Umverpackung, auch wie bei Amazon üblich, schön schlicht gehalten. Hier Amazon, links, rechts und auf der Rückseite nichts. Hier noch ein paar Zusatzinformationen, dass ein Poweradapter 9 Volt, ein USB-Kabel, ein SIM-Ejection-Tool enthalten ist. Aber ich mache jetzt einfach mal den Karton auf. Auf der linken Seite sehen wir das Gerät. Das nehme ich mal heraus, lege es an die Seite, dann können wir uns das näher gleich mal ansehen. Hier sind noch einige kurze Informationen über die Garantieauskünfte, wie man das Fire Phone auflädt, mit einigen Kurzinformationen, wo der Home-Button sich befindet, wo die SIM-Karte reinkommt, wo der Power-Button ist, Lautstärkeregler, das SIM-Ejection-Tool. So, schauen wir jetzt mal noch, was sich an Zubehör hier drin befindet. Hier drin wird das USB-Kabel sicherlich sein. Micro-USB, der Standard wie bei den meisten Telefonen, jetzt bis auf Apple. Dann schauen wir hier mal rein. Hier haben wir den Wallmount zum Aufladen hier für Deutschland, weil wir uns in Deutschland befinden. USB, schön schlicht, Amazon. Mache ich jetzt mal die Folie ab. Der Adapter ist rund ums Amazon-Logo schwarz-matt und an den Seiten schön glänzend. Sieht sehr, sehr schlicht aus, aber doch stylisch. Hier drin befinden sich die Kopfhörer. Dazu muss man hier einmal die Lasche abziehen. Ein besonderes Feature, was den Transport der Kopfhörer besonders interessant macht. Ich ziehe die jetzt hier mal nicht raus, das möchte ich nur kurz zeigen. Die sehen ähnlich aus wie die EarPods von Apple, allerdings, damit man die Kopfhörer leichter zusammenpacken kann und keinen Kabelsalat hat, sind die an den Außenseiten magnetisch und auch entsprechend geformt. Das heißt, hier der Bogen nach außen und auf dem rechten nach innen, sodass die hier einfach schön magnetisch zueinander finden und das Kopfhörerkabel ist auch so gestaltet, dass es sich nicht verheddern kann und man einen bequemen Transport hat und wenn man denn mal Musik hören möchte, nicht eine halbe Stunde fummeln muss, warum jetzt man Kabelsalat hat. Ansonsten befindet sich nichts weiter in der Verpackung. Ich packe jetzt die Kopfhörer hier mal wieder rein und lege das Ganze mal an die Seite. Und dann schauen wir uns das Gerät einmal gemeinsam an.
In dem Gerät ist ein Qualcomm Snapdragon Prozessor mit 2,2 GHz verbaut. Der Akku hat eine Kapazität von 2400 mAh an Arbeitsspeicher, befindet sich 2 GB in dem Gerät. Das Display ist ein 4,7 Zoll HD Display. Das Besondere, was Amazon jetzt integriert hat für die dynamische Perspektive, es befinden sich hier, hier, hier und hier 4 Kameras, sodass man einen leichten 3D-Effekt bei dem Menü verspürt. Ansonsten ist hier noch eine Frontkamera für Videogespräche, der Lautsprecher, der Home-Button. Hier kommt die SIM-Karte in das Gerät rein. Das ist die Kamerataste oder die Funktion für Firefly. Laut leiser, Power-Button, Home-Button, Lautsprecher, Kopfhöreranschluss. Auf der anderen Seite befindet sich nichts. Für Fotos besitzt das Gerät ein 13-Megapixel-Kamerasensor mit einer Lichtstärke von 2,0, einem LED-Blitz und die Frontkamera hat eine Auflösung von 2,1 Megapixeln. Somit können auf beiden Seiten Videos in 1080p mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Das Gehäusematerial ist Gorilla Glas auf der Vorder- und Rückseite, hochwertiges Polyurethan. Das Gerät ist auch sehr, sehr stabil gebaut. Jetzt nicht so, wie man in der Vergangenheit in den Nachrichten gehört hat bei Apple, dass man es leicht verbiegen kann. Es ist wirklich sehr solide gebaut. Ich zeige jetzt noch mal kurz das Menü. Wie ihr hier schon sehen könnt, durch die leichten Handybewegungen bewegt sich auch das Menü. Ich entsperre jetzt mal das Gerät. So sieht das Hauptmenü aus. Als Basis verwendet Amazon wie schon bei den Kindles ein Android, aber das sehr, sehr stark an die eigenen Bedürfnisse angepasst wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das so zu sehen ist mit diesem 3D-Effekt, aber so ein bisschen erkennt man das hoffentlich. Sehr, sehr viele Amazon-spezifische Apps wie Kindle-Leihbücher, Audible, Amazon Musik, der Amazon Shop ist direkt integriert. Ansonsten lassen sich noch weitere Apps runterladen, Skype, WhatsApp, alles ist möglich. Dazu müsst ihr einfach mal einen Blick in den Amazon App Store werfen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz Firefly demonstrieren, hoffentlich funktioniert das. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen schwierig jetzt zu erkennen. Er hat es erkannt, zeigt mir hier die direkte Beschreibung an, dass ich es im Amazon-Shop kaufen kann. Leider gibt es sogar die Möglichkeit, dann direkt in der Kindle-Bücherei zu gucken, bei Büchern oder durchsucht auch schon die Möglichkeit nach einem Hörbuch. Ansonsten, wir werden sicherlich noch weiteres Material zu dem Amazon Fire Phone veröffentlichen, wie einem Kameratest, dass ihr euch mal anschauen könnt, wie gut denn die Kameras des Gerätes sind, und möchten uns an dieser Stelle bei euch verabschieden, bedanken uns fürs Zuschauen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert doch bitte unseren Kanal.